Boah, noch 4 Wochen? Ja, ist nicht mehr lange. Ja, ich freue mich. Dann geht's los. Mein Mann und ich sind heute in der Gemeinschaftspraxis, weil wir die Entwicklung unserer Tochter beobachten wollen. Jetzt bin ich ja schon in der 36. Woche und wir freuen uns riesig aufs Baby. Was ist los, Schatz? Was ist los? Hallo? Ja, ich brauche Hilfe, bitte. Ja. Kommen Sie gleich mal mit. Kommen Sie mit, Frau Kofler. Ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Komm, wir gucken gleich nach. Kommen Sie mit. Machen Sie langsam. Jetzt gerade hier. Heute kam eine Patientin, die Frau Kofler, zu mir. Sie ist in der 36. Schwangerschaftswoche und die Schwangerschaft ist bisher komplikationslos verlaufen. Noch im Wartebereich klagte sie über sehr starke Schmerzen und plötzlich hatte sie das Gefühl, die Fruchtblase ist geplatzt. Ihre ganze Hose war nass und ich habe sie schnell mitgenommen zur Untersuchung. Es war so ein ganz akuter, stechender Schmerz. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Oh, hier tritt mich jemand. Ja, ist ordentlich in Bewegung. Ja. Ich glaube, die möchte bald raus, aber ein bisschen Zeit müssen wir ihr noch geben. Ja, ne? Wo war der Schmerz, Frau Kofler? Hier im unteren Bereich? Ja, eher Zeigen hier Sie unten. Mal. Also eher ich kann so richtig, also ein bisschen doch. Zur gleichen Zeit stehen auch die 16-jährige Nikita Jonas und ihre Mutter Anne große Ängste aus. Die Gesamtschülerin hat nach einem Reitausflug plötzlich kein Gefühl mehr in ihrem linken Bein. Was, wenn ich nie wieder mein Bein spüren kann? Das wird schon alles wieder. Wir kriegen das hin. Jetzt musst du da den Teufel nicht an die Wand malen. Erstmal gucken, was der Arzt sagt. Der hat bestimmt eine total plausible Erklärung dafür. Und findet auch eine Möglichkeit, wie dein Bein wieder funktionieren kann. Alles wird gut. Wir schaffen das schon. So, Frau Jonas, richtig? Hallo, Frau Jonas. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Meine Tochter war reiten, ist dann vom Pferd gestiegen und hat dann irgendwie Kontrolle über ihr Bein verloren. Und jetzt kann sie es überhaupt gar nicht mehr bewegen. Du kannst das Bein gar nicht mehr bewegen? Ich spür's gar nicht mehr. Du spürst auch nichts mehr? Sie war halt vor 4 Tagen schon mal reiten und hatte dann einen Reitunfall auch, beziehungsweise... Mama, das war ja nicht schlimm. Nur, dass Sie das wissen für jetzt hier die Untersuchung. Ich bin vom Pferd abgestiegen und auf einmal bin ich direkt umgeknickt mit meinem Bein. Also ich konnte nicht mehr stehen. Ich hatte von da an kein Gefühl mehr. Das tut nicht weh. Also gar kein Schmerz oder sowas. Auch nicht in der Hüfte. Okay, und jetzt macht mal hier die Bewegung. Ich krieg das nicht hoch. Ich spür's nicht. Nee, überhaupt nichts. Das müssen wir jetzt herausfinden. Drück mal mit beiden Beinen gegen meine Hände. Ne, so kräftig du kannst. Okay, ja. Und jetzt noch mal. In der Hinsicht macht man erstmal eine allgemeine Untersuchung, um herauszufinden, ob die Muskeln noch angesteuert werden können vom Gehirn. Man testet, wie viel Kraft im Bein noch ist und danach, wie das Empfinden ist. Okay, ich sehe, hier ist eine Narbe, die ist jetzt aber nicht... Nein, das ich wurde vor 1,5 Jahren operiert. Das passt ja auch nicht so zusammen, gerade wenn es das ganze Bein betrifft. Okay, dann gucken wir mal nach. Es ist nämlich Folgendes passiert. Die Kleine hat sich gedreht und da sie kaum noch Platz hat und schon eine gewisse Größe auch hat, hat das diesen stechenden Schmerz verursacht. Ne? Sie muss sich ja einmal in ihrem Bauch drehen, sie hat ja kaum noch Platz, dann drückt sie auch schon mal auf die Nerven. Und ich vermute ziemlich sicher, dass die Flüssigkeit Urin ist. Ich mache gleich einen Test. Durch dieses schwungvolle Drehen und dem Popo, die ist praktisch mit dem Popo auf ihre Blase gesprungen. Und dabei hat sich die Blase entleert. Oh nein, das erinnert mich alles an meine Nichte. Die hatte auch Steißlage, das weißt du doch. So. Ja, ich weiß, aber das ist alles gut. Eine Horrorgeburt war das. Also es ist ja noch etwas Zeit, Frau Kofler, Herr Kofler. Es kann sein, dass die Kleine sich auch noch mal dreht. Es gibt auch ein paar Tricks, die ich Ihnen auch gleich erzählen werde oder zeigen werde. Ansonsten würde es sonst ein Kaiserschnitt sein. In etwa 5% aller Schwangerschaften liegen die Babys auch am Schluss noch in Beckenendlage. Die Beckenendlage ist für eine natürliche Entbindung ziemlich kompliziert und man wählt eigentlich schon eine Sektio aus, also einen Kaiserschnitt. Das wird geplant gemacht, um mögliche weitere Komplikationen zu verhindern. Okay, das ist schon mal ein interessantes Zeichen. Mal hier. Okay, gut, wir haben Reflexe hier. Das ist ganz gut. Ne? Das bedeutet, dass, ich sag mal, es gibt verschiedene Systeme, die die Nerven im Bein versorgen. Mhm. Wenn Reflexe da sind, heißt das, dass der das noch unwillkürlich, ne? Der Körper das Bein bewegen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen.
für die gesamte Diagnose, aber wir müssen uns jetzt überlegen, warum du nichts mehr spürst. Und das macht mir Sorgen. Ich nehme jetzt noch mal hier, taste jetzt hier einmal lang. Spürst du nicht? Was bedeutet das? Die Vermutung ist dann immer, dass es aus dem Rücken kommt. Man muss sich das in etwa so vorstellen, wie wenn der Fuß eingeschlafen ist oder die Hand eingeschlafen, dass man dieses dumpfe Gefühl hat, gar nichts mehr spürt, nur deutlich ausgeprägter bei ihr. Und das lässt mich als allererstes an einen Bandscheibenvorfall denken. Ganz schön verhärtet hier. Wenn ich jetzt hier drücke, tut das irgendwie auf einer Seite mehr weh als auf der anderen? Ja, auf der linken Seite ein bisschen mehr. Okay. Ich habe den Flüssigkeitstest gemacht. Hier liegt Urin vor. Also es ist eindeutig kein Fruchtwasser. Aber ich hatte ja gesagt, man kann versuchen, dass sie sich wendet. Das sollten sie mit ihrer Hebamme. Ich hoffe, Sie haben inzwischen eine Hebamme. Ich habe leider keine Hebamme, nein. Mm-mm. Immer noch nicht. Es ist leider sehr, sehr schwierig, eine Hebamme zu bekommen. Es gibt im ambulanten Bereich nicht so viele und deswegen muss man sich sehr früh darum bemühen. Ich rufe jetzt mal meine Kollegin an und dann zeige ich Ihnen gleich was. Sie passen auch mit auf. Aber sonst hast du keine Rückenbeschwerden jetzt in den letzten Tagen gehabt? Schon, es tat weh in meinem Steißbein, aber mittlerweile ist es wieder besser. Bei der körperlichen Untersuchung von Frau Jonas Rücken sind mir einige Muskelverspannungen aufgefallen. Das kann natürlich vom Reitsport kommen, aber so ausgeprägt hat das nicht mehr so gut dazu gepasst. Zuallererst schreibe ich dir Massage und Physiotherapie auf. Es muss nicht immer direkt ein Bandscheibenvorfall sein. Das kann nämlich auch sein, dass einfach nach dem Sturz du dir vielleicht irgendwas eingeklemmt hast und dann verkrampft der Muskel. Physiotherapie, um die Muskeln da zu lockern. Und gleichzeitig machen wir die Bildgebung. Das heißt, wir gucken nach, du kommst in so eine Röhre mit dem MRT, ob da ein Bandscheibenvorfall tatsächlich ist oder nicht. Und wenn das alles passiert ist, dann schauen wir weiter. Das klingt ja schon spannend. Ich mach das mal so. Ich weiß nicht, Yoga, haben Sie schon mal Yoga gemacht? Nee, ist jetzt noch nicht. Noch nicht. Man legt sich hin, passen Sie auf, und man stellt hüftbreit die Beine auf. Sie legen sich schön ab so, die Arme so neben den Körper. Und dann heben Sie ganz leicht das Becken nach oben, halten das etwas. Das ist natürlich, ich sag gleich was dazu, für Sie ein bisschen schwer. So, und dadurch soll das Becken vom Baby, also aus dem Becken der Mutter, der Popo rausrutschen. Und dann muss man versuchen, möglichst schnell, nach Ihren Möglichkeiten schnell, zu einer Seite hinaufzustehen. Ich mach's mal vor. So versuchen Sie dann aufzustehen. Und dadurch soll das Baby animiert werden, den Purzelbaum nach vorne zu machen und sich zu drehen. Ja? Aber jetzt kommt das Aber. Nie alleine zu Hause, Sie sind dabei. Ja. Ich habe Frau Kofler bei dieser Übung mit auf den Weg gegeben. Sie sollte da keine Experimente machen und diese Übung auch nicht alleine machen, weil es kann immer sein, dass ihr schwarz vor Augen wird oder sie kurzfristig ohnmächtig wird, weil das Baby auf die untere Hohlvene drückt und dadurch auch die Blutzirkulation unterbrechen kann. Noch ein Trick, den ich Ihnen sagen kann. Taschenlampe, haben Sie was eine zu Hause? Ja, klar. Nehmen Sie mal eine Taschenlampe und Sie können dann mal auf den Bauch richtig das Licht aufsetzen und gucken, was passiert. Und damit kann man tatsächlich auch die Kleine animieren, dann müsste die Taschenlampe runterwandern, dass sie dem Lichtstrahl folgt. Und dadurch drehen sich auch manche Kinder. Drei Tage später kommen die hochschwangere Miriam Kofler und ihr Mann erneut zu Dr. Franziska Schumann. Die 33-Jährige hat ihr ungeborenes Kind mit einer waghalsigen Aktion in große Gefahr gebracht. Ja, da ist ein kleines Missgeschick passiert. Termin hatten Sie heute nicht. Nee. Sie hat da die Übung zu Hause alleine gemacht. Ja, ich habe am Anfang ziemlich oft die indische Brücke gemacht und dann dachte ich, ach komm, jetzt machst du mal einen Kopfstand, das hilft bestimmt noch mehr, wenn du höher bist. Leider Gottes bin ich dann gestürzt und habe mich noch an der Hand verletzt und bin dann auf den Bauch auch noch gefallen. Und deswegen bin ich jetzt heute hier und wollte gucken, ob alles gut mit meinem Schatz ist. Also wir haben ja von der indischen Brücke gesprochen, die habe ich Ihnen ja noch vorgeturnt hier. Ja, und Ihnen auch. Aber ich hatte das Gefühl, der Kopfstand ist effektiver. Das ist richtig gefährlich. Wenn man als Schwangere in der 36. Woche einen Kopfstand macht, dann ist das schon sehr, sehr unvernünftig. Die Schwangere, die sowieso schon einen veränderten Körpermittelpunkt hat durch das Gewicht am Bauch, kann stürzen, sich Brüche zuziehen und
Das Baby kann verletzt werden, es können zu inneren Blutungen kommen oder die Nabelschnur kann sich auch um den Hals von der Kleinen wickeln. Schatz, reich mir doch mal bitte was vom Tee. Ja? Ich habe heute schon wieder so lange her, dass ich davon getrunken habe. Ja, trinken ist sehr gut. Ich wollte gerade mit meiner Ultraschalluntersuchung beginnen. Da wollte Frau Kofler noch etwas von ihrem Tee trinken. Das finde ich gut. Sie sollte genug trinken. Jede Schwangere sollte darauf achten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und ein gesunder, ungesüßter Kräutertee ist wirklich sehr gut. Aber was ich dann gerochen habe, das irritierte mich etwas. Was trinken Sie denn da für einen Tee, Frau Kofler? Der riecht ja doch sehr intensiv. Das ist so ein Himbeerblütentee. Nee, Himbeerblättertee. Himbeerblättertee. Also, das habe ich gelesen und schmeckt jetzt nicht so super, aber... Und den trinken Sie warum? Oder warum haben die das? Ich habe doch ziemlich viel gelesen. Also ich meine jetzt auch mit dem Kopfstand, was man so machen kann, um das Kind zu drehen. Und dann habe ich das gelesen, das mit dem Himbeerblättertee. Das stand da irgendwie auch, dass das ganz gut helfen soll. Und jetzt trinke ich das den ganzen Tag. Wenn ich Sie unterbrechen darf, ich glaube, Sie haben da was verwechselt. Der Himbeerblättertee, der spielt eine große Rolle in der Gynäkologie, das stimmt. Aber nicht etwa, dass das Kind sich dreht, sondern die Gebärmutter wird weich und die Venen. Es kann venenfördernd sein. Der Himbeerblättertee wird in der Gynäkologie erfolgreich angewandt. Aber um bei der Schwangeren, wenn sie am Termin ist oder über dem Geburtstermin ist, Wehen einzuleiten und den Muttermund weich zu machen, das war ja völlig falsch. Sie sollte ja jetzt nicht schon das Baby bekommen. Sie legen sich jetzt mal hin. Wir machen jetzt noch mal einen Ultraschall und schauen mal, was die kleine Dame macht. Ja? Bei der Untersuchung war sonst soweit alles unauffällig. Der Muttermund war noch geschlossen und die Kleine bewegte sich lebhaft. Es war alles in Ordnung, auch die Fruchtwassermenge stimmte. Nur saß sie immer noch auf dem Steiß. Zwei Tage später kommt die werdende Mutter wieder in die Gemeinschaftspraxis. Miriam ist heute eigentlich guter Dinge, doch sie soll sich noch zu einem Notfall entwickeln. Ich bin mir nämlich total sicher, dass das Baby sich gedreht hat. Ja, Miriam Kofler, ne? Sie. Alles klar. Wenn Sie sicher sind, dann lassen wir gleich mal nachschauen. Sabine, ist die Franziska gerade frei? Ja, der Termin hat also gesagt. Kommen Sie gerade mal. Ja, klar. Ja, bitte. Hallo. Ich glaube, es hat sich gedreht, mein Mäuschen. Ja. Denn dieser Schmerz, der war definitiv noch mal, der war so richtig heftig noch mal. Können Sie bitte gucken, ob es sich gedreht hat? Können wir gerne machen. War das wirklich wieder so ein Stechen, so ein Drücken? Ja. Ein bisschen habe ich so jetzt auch immer so ein bisschen so ziehen, ne? Legen Sie sich mal hin. Ja. Frauenärztin Dr. Franziska Schumann überprüft die Lage des Babys mit Hilfe eines Ultraschalls. Die Hochschwangere klammert sich an die Hoffnung, dass ihr Kind sich doch noch in letzter Minute gedreht hat, so dass sie natürlich entbinden kann. Was Miriam nicht ahnt, die Schmerzen werden durch etwas völlig anderes ausgelöst. Frau Kofler, schauen Sie mal, da sehen wir jetzt, das ist der Bauch vom Baby und der Popo ist unten. Also, dass es sich jetzt noch selber dreht, ist sehr, sehr schwer. Und ich denke, da müssten wir uns auf einen Kaiserschnitt einstellen. Frau Kofler, ich möchte sehr gerne ein CTG heute schreiben, außerplanmäßig. Sie haben so ein bisschen vom Ziehen gesprochen und der Bauch war ein bisschen hart. Ja. Ich sagte ja, Senkwehen sind normal ab der 36. Schwangerschaftswoche und die kommen unregelmäßig. Ich weiß nicht, wie das Gefühl bei Ihnen ist, ob es eher unregelmäßig ist. Meine Patientin hatte so ein bisschen erzählt, dass sie so ein bisschen Unterleibsstiche hatte und da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Die 33-Jährige wird sofort an den Wehenschreiber angeschlossen und das Ergebnis ist mehr als beunruhigend. Ja. Franziska, ich muss das CTG abbrechen. Also für mich sind das eindeutig Wehen. Ich gebe dir das gerade mal. Oh ja, und auch schon recht regelmäßig. Kommen Sie gerade kurz rein? Ja, es sieht jetzt immer heftiger. Also schon. Sie haben Wehen, Frau Kofler. Ja, also eigentlich regelmäßig, immer wieder so. Sie können schon mal sich langsam untenrum freimachen und auf die Liege, also jetzt auf den Untersuchungsstuhl setzen. Bei der vaginalen Untersuchung fiel mir auf, dass der Muttermund meiner Patientin bereits 3 Zentimeter geöffnet war. Somit war die Geburt in Gange. Was dann passierte, das war dann noch die Krönung. Die Geburt geht jetzt los, ne? Sie haben die Wehen. Ach du liebe Güte! Oh Gott. Oh wei, oh wei. Oh. Wissen Sie, Ihre Fruchtblase ist jetzt auch geplatzt. Jetzt geht's tatsächlich los. Jetzt Nein. Ruhe bewahren. Das glaube ich jetzt nicht. Ruf jetzt erstmal die
Sie müssen sofort ins Krankenhaus, Frau Koflat. Nein, das kann nicht sein. Sie bleiben ganz ruhig. Sie müssen meinen Mann anrufen. Ja, das machen wir alles. Mir war es sehr wichtig, dass Frau Kofler schnellstmöglich jetzt in die Klinik kommt und sie dann auch schnell entbunden wird. In ihrem Fall wird man einen Kaiserschnitt machen. Und jetzt ist es wichtig, dass das Baby nicht noch weiter in den Beckenbereich der Mutter rutscht. Weil dann kann auch ein Kaiserschnitt schon zu spät oder sehr schwer werden. Die Rettungskräfte bringen Miriam umgehend ins Krankenhaus. Das Kind ist zwar bereits voll entwickelt, doch die Steißlage birgt große Risiken. Glücklicherweise kommt die kleine Alissa schließlich aber gesund und munter per Kaiserschnitt auf die Welt. In den letzten Wochen hat die 16-jährige Nikita mit Hilfe von Physiotherapeut Rick Meiler hart an sich gearbeitet. Im Krankenhaus konnten die Ärzte einen leichten Bandscheibenvorfall feststellen, der jedoch mittlerweile regeneriert ist und keine Lähmungserscheinungen hervorrufen dürfte. Okay, krass, du bist schon 3 Wochen jetzt bei mir. Verrückt, oder? Wie schnell die Zeit rumgeht. Ja. Mhm. Leider hat sich immer noch nichts getan. Wollen wir mal schauen, was geht? Bei der Gangschule versuche ich, mit dem Patienten zusammen wieder auf die Beine zu kommen, zu laufen, zu gehen, das Gehen wieder zu trainieren, zu üben. Bei ihr war es nämlich deutlich zu erkennen durch diese Lähmungserscheinung, auch diese etwas zurückhaltende Art, weil wir schon 3 Wochen jetzt intensiv gearbeitet haben. Wir haben die Verspannung weggenommen, den Druck sozusagen wegzunehmen von der Bandscheibe. Und jetzt war es halt einfach an der Zeit zu sagen, hey, wir versuchen zu gehen. Das geht nicht. Das geht nicht? Nein. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich bin jetzt 3 Wochen hier und es ist einfach nichts besser geworden. Ich habe das Gefühl, das wird niemals. Hey. Lass dich weinen. Du schaffst das. Wir haben 3 Wochen jetzt wirklich ein tolles Ergebnis schon erzielt. In meinen Augen. Warte mal ganz kurz. Feuer. Hast du da Toast reingetan? Ich weiß es gar nicht. Okay. Das ist, ja. Boah, jetzt geht doch noch der Feueralarm an. So eine Scheiße. Ja. Okay, ich kümmere mich mal um den Feueralarm. Ja, mach das. Boah. Was steht denn? Der Toaster ist in Flammen aufgegangen, deswegen ist der Feueralarm auch an. Das qualmt total. Der Toaster. Deswegen ist der Feueralarm auch an, ja. Ja, müssen wir raus jetzt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe ihn ausgemacht und Stecker gezogen und gelöscht im Waschbecken. Jetzt ist alles wieder gut. Da hing irgendwas dazwischen. Hier, ich gehe wieder. Danke euch. Was ist passiert? Nikita, du stehst? Was ist los? Hey? Nikita, was ist los? Alles okay? Ja. Hast du gestanden? Zum Glück ist bei dem Sturz nichts passiert. Sie war sofort da, das war ihr total bewusst. Ich habe ihr geholfen, dass sie erstmal in den Rollstuhl zurückkommt. Und dann war für mich klar, hey, wir probieren es nochmal, weil sie hat es ja geschafft. Also es gibt eine Möglichkeit, dass sie laufen kann. Und von daher wollte ich es gerne nochmal mit ihr versuchen. Das hast du toll gemacht. Du standst hier, ich habe dich gerade gesehen. Aber es kann auch gar nicht sein. Ich kann das Bein nicht belasten. Wir haben hier im Hause, Nikita, eine Psychologin. Wie Psychologin? Glauben ganz Sie jetzt ruhig. Auch nicht mehr daran, dass das irgendwas Nein, mit meinem ruhig. Bein zu tun hat? Ganz ruhig. Die Frau Decker. Ich glaube jetzt noch nicht dran, dass sofort irgendwie alles problematisch bei dir ist. Aber du merkst, du hast gestanden, jetzt geht's vielleicht nicht. Ich würde diese psychosomatische Geschichte einfach mal mit einbeziehen für dich. Die Psychosomatik kann bei vielen Patienten eine ganz große Rolle spielen. Bei Nikita ist es so, dass die körperliche Blockade gelöst ist. Sie ist in der Lage zu laufen. Irgendwas scheint da zu sein. Irgendein Thema beschäftigt sie so sehr, dass sie nicht in der Lage ist zu laufen. Das wird spannend, herauszufinden, woran das liegt. Und ich hoffe, dass das Frau Decker schafft. 3 Tage später hat Nikita einen Termin bei Psychotherapeutin Sabine Decker. Mutter Anne begleitet die 16-Jährige. Lastet dem Mädchen etwas so arg auf der Seele, dass es deshalb die Lähmungserscheinungen hat? Alle denken halt, dass ich simuliere und es stimmt aber nicht. Ich kann mein Bein wirklich nicht bewegen. Mhm. Und Mama, du brauchst gar nicht so gucken. Du denkst doch genauso. Nein, natürlich denke ich das nicht, Nikita. Ich glaub dir. Mich verletzt das halt, dass ich einfach dieses Gefühl habe, dass selbst meine Mutter nicht mehr daran glaubt, dass ich wirklich mein Bein nicht bewegen kann und ich tue wirklich alles, aber es geht halt einfach nicht. Um sie beide da so ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich da eigentlich so ein Spiel vorschlagen, weil man damit am besten eigentlich so spontan reagieren kann. Und zwar habe ich mir da überlegt, wir machen mal was gar nichts mit ihrem Bein zu tun hat.
Ich habe Mutter und Tochter abwechselnd einen Ball zugeworfen und sie gebeten, ganz spontan beim Fangen des Balles mit einem Wort zu antworten, mit dem, was einem als erstes einfällt. Das ist ganz häufig so, dass wenn man sich gleichzeitig auch auf das Fangen eines Balles konzentrieren muss oder auf irgendeine körperliche Reaktion konzentrieren muss, dann hat man weniger sozusagen Energie frei, um sich darauf zu konzentrieren, was man antwortet, und antwortet vielleicht mehr aus dem Bauch raus. Wenn Sie überlegen, dieses Gefühl ausgeliefert zu sein, das kennen Sie irgendwoher. Was ist das? Woran erinnert Sie das Gefühl? Krankenhaus. Ein Krankenhaus? Wann waren Sie im Krankenhaus? Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Wir hatten einen Autounfall vor anderthalb Jahren. Und da waren wir beide im Krankenhaus und verletzt. Mama, hör auf, und darüber zu reden. Ich möchte nicht darüber reden. Und Nikita kann... Ich möchte nicht darüber reden. Nikita, nein! Sie kann sich daran... Warum verstehst du das nicht? Alles ausgeblendet, den ganzen... Aber wir müssen dann mit der Psychologin darüber reden. Ich habe Nikita vom Reitstall abgeholt und wir waren ganz normal auf der Bundesstraße auf dem Rückweg wieder nach Hause. Und es hatte sich eine Wespe im Auto eingefunden. Und Nikita hat Angst vor Wespen. Und irgendwie in dem ganzen... Tohuwabohu habe ich die Kontrolle über das Lenkrad verloren und wir sind... Die Wahrheit, ich bin schuld daran. Du bist doch nicht schuld daran. Die Natürlich. Wespe ist schuld daran. Sowas war ein Unfall. Ist Ihnen bei dem Unfall was passiert? Ja, ich bin halt vor die Windschutzscheibe und habe daher auch noch die Narben im Gesicht. Und ich lag längere Zeit im Krankenhaus und Nikita hat sich das Knie irgendwie verletzt, sodass es operiert werden musste. Ich denke, dass das der Nikita viel mehr zugesetzt hat, als man das vielleicht vermuten würde. Sogenannte Konversionsstörungen, die entstehen eigentlich daraus, dass die Seele so einen bestimmten Teil von sich da so weghalten möchte und gar nicht mehr wahrhaben will. Und das kann dann manchmal sogar auf den Körper Auswirkungen haben, dass irgendein Teil des Körpers dann sozusagen ausgeschaltet wird. Manche Menschen werden blind, manche Menschen hören nichts mehr. Und manchmal funktionieren die Beine einfach nicht mehr. Sie denken, da gibt es einen Zusammenhang und Sie können da auch was gegen machen? Weil bei einer Konversionsstörung die Symptome eben zwar körperlich erscheinen, aber nicht durch körperliche Ursachen ausgelöst sind, sondern durch die misslungene Verarbeitung eines Erlebnisses ausgelöst werden. Deswegen muss natürlich auch die Therapie da ansetzen, indem man dieses Erlebnis versucht, sozusagen hervorzuholen, seelisch, und neu zu bearbeiten. Dann würde ich sagen, sehen wir mal, dass wir da die richtigen Schritte in die Wege leiten. Ich helfe Ihnen da gerne bei. Danke. Ja, wir bleiben in Kontakt und telefonieren da. Ich mache mich da mal schlau, wo es vielleicht einen Platz geben könnte. Nikita hat ihre Schuldgefühle während eines Aufenthalts in einer psychosomatischen Klinik aufarbeiten können. Mittlerweile ist das Gefühl in ihr Bein zurückgekehrt und die 16-Jährige kann sich wieder ohne Einschränkungen bewegen.